Willkommen zurück zu Still Life 2 und weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach dem wahren Killer, also ist ja eigentlich schon der dritte Killer im Bunde, nämlich Hawker. Er hat aus Rachegelüste, ist er total in den Wahn getrieben worden und hat jetzt Pam mal wieder in seiner Gewalt. Ich bin mir nicht sicher, wo sie sind. Das Problem hatten wir schon das letzte Mal und dann ist mir das Spiel abgekackt. Und dann hatte ich erst recht keine Lust mehr. Wie wir sehen, ist hier aber nichts Neues. Ich würde jetzt gern nochmal nach diesen ganzen Gesprächen und so den Keller checken. Und wenn da nichts ist, dann nochmal in den Bunker. Ich bin mir gar nicht sicher. Oder hat er das letzte Mal gemeint, dass wir in den Keller... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich da hin. Deswegen wäre es nett, wenn hier mal, wenn ich mal richtig laufen würde vor allem. Jetzt bin ich schon so lange in diesem Haus und ich schaff's immer noch, mich zu verlaufen. Unglaublich. So, dann gehen wir halt wieder durch diese Tür. Dann kommen wir am ehesten zum Teller. Ihr wisst ja, da wo mein großes Badabum und so, wo ich meine exklusives Finale. Denn alles läuft ja darauf hinaus, dass wir bald im Finale sind. Davon gehe ich mal stark aus. Also garantiert wird hier noch was brennen oder so, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil wir haben ja diese Angst des Feuers bei Victoria beobachtet. Das wird... Oh. War doch klar, oder? Oh Mann. Du siehst nicht gut aus, Wake. Eine kleine Panikattacke. Du bist erbärmlich. Wie konnte ich mich jemandem anvertrauen, der sich von irrationalen Ängsten leiten lässt? Hernandez wird sterben. Und das wird deine Schuld sein. Du hast versagt. Ich habe gewonnen. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob du verbrennst oder erstickst. Leb wohl, Vic. Ich muss das große Finale vorbereiten. Waffe weg, Richard. Umdrehen und die Hände auf den Rücken. Diesmal ist es vorbei. Okay, wie krank ist das denn bitte? Jetzt versteht man ihre Phobie auch noch umso mehr. Es war nicht nur ihretwegen, sondern sie hat den Tod von Richard miterleben dürfen. Aus hier. Und jetzt haben wir natürlich wieder ein zeitliches Problem hier und das Spiel... nein, es hängt sich noch nicht auf. Dafür möchte ich mich bedanken mit einer Speicherung. Oh weia, oh weia, oh weia. Also, wir sind natürlich jetzt wieder in der Vergangenheit und müssen hier irgendwie raus. Das könnte problematisch werden. Mal gucken. So, ja, das hier, aber da komme ich nicht hoch, ne? Dieses Fenster da oben. Ich muss es irgendwie öffnen. Das gekippte Fenster, Leute, ich sag's euch. Wir haben hier noch einen Umhang des Mörders. Kann ich das irgendwie da... Das kann nicht funktionieren. Nee, kann ich nicht. Okay, kann ich hier noch was machen?
Ich hoffe, der Hahn funktioniert. Ja. Ich hoffe, der Hahn funktioniert. Also es ist auf jeden Fall ein Werkzeugdingsbums. Das heißt, sie will da den Mantel nass machen. Okay, ja stimmt, das können sie ein bisschen länger am Leben lassen dann. So. Sind wir jetzt damit fertig? Ich darf nicht so lange rumblödeln. Ja, ist gut, hopp. Ja, ist schön. Ich habe wahrscheinlich einen nassen Mantel. Ich könnte das Fenster erreichen, wenn ich auf den Balken klettere. Mach doch. Okay, okay, aber nicht von da. Sie ist ja nicht hier aus Assassin's Creed oder sowas. Verdammt. Vielleicht jetzt mit dem Mantel was machen? Das ist es nicht. Ich dachte schon, weil sie sich jetzt da so... Gute Idee. Aber wenn das Fenster verschlossen ist, hilft mir das nicht weiter. Ja, ich brauche noch irgendwas. Hier muss noch irgendwo was rumliegen oder so. Lauf mal, wir haben keine Zeit, Mädel. Aha, Kette. Und da ist auch noch was. Ah ja, ich verstehe. Wir machen uns jetzt so eine Art Wurfhaken. Das muss jetzt aber schnell gehen. Unsere Zeit läuft brutals ab hier. So, jetzt kombinieren. Gut, und das werfe ich jetzt ans Fenster, richtig? Schnell, schnell. Keine gute Idee. Warum? Shit, warum? Okay, das wäre doch... Das wird niemals funktionieren. Ja, okay, okay, ich hab's kapiert, du willst es nicht machen. Okay, was dann? Ich könnte das Fenster... Nee, da geht nichts. Sind das zwei verschiedene? Gute Idee. Seltsam. Da kann ich ja auch nichts machen, ne? Das ist eh... Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Ich werde verbrennen, Leute. Ich werde so elendig verbrennen. Hier komme ich nicht durch. Ja. Shit. Hier vielleicht noch irgendwas auf dem Boden oder so. Ah, was ist hier? Ich komme nicht dran, die Flammen. Ja, die Flammen. Und da ist es um mich geschehen, glaube ich, ja. Schade, da habe ich nämlich gerade noch eine Idee gehabt. Aber egal, machen wir es noch einmal. Ihr Charakter ist tot, ja. Ja, muss man erstmal blicken, was sie da vorhaben mit einem. Aber gut, ist ja jetzt kein Problem. Wir machen das Ganze ganz schnell nochmal. Also hier... Jetzt werden wir auch viel Zeit sparen, ist klar. Haken nehmen, oder auch die Tisch, wie es hier steht. So. Ah, ich weiß, glaube ich, was ich machen soll. Ich habe es nur zu spät verrafft. Nochmal ans Waschbecken. So. Jetzt du. So, ist jetzt nass, ja? Das Ding ist jetzt nasser Umhang, okay. So, jetzt gehst du nochmal zu den Flammen und zwar mit deinem nassen Umhang. Vielleicht kannst du ja dann irgendwie einen Stunt drüber machen oder so. Vielleicht aber auch nicht. Schade. Ich komm nicht dran. Die Flammen. Ich soll dieses Feuer nur löschen. Ja, das Feuer wirst du wahrscheinlich gar nicht löschen. Ich habe das ja noch gar nicht miteinander kombiniert, sehe ich gerade. So, jetzt aber. Das ist es nicht. Wieso? Du könntest doch... Na gut, vielleicht mit dem. Aha. Ah, alles klar. So, jetzt haben wir die Stange. Die Stange, muss ich die auch nochmal kombinieren mit dem Zeug hier? Nee, natürlich nicht. Okay, okay, okay. Den Mantel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt aber zackig. Kann ja jetzt eigentlich nur hier irgendwie funktionieren. Ich könnte das Fenster erreichen. Ja, Mann. Das weiß ich doch. Diese Perspektive wollte ich haben. Aha, das sieht gut aus. Was hast du? Ich muss ans Fenster kommen. Ja, 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 ja. Nur die Ruhe. Jetzt kannst du dich ja da wurfhakentechnisch, Oder auch nicht? Doch. Ja, sehr, sehr... Ich werde noch ersticken, wenn ich hier bleibe. Sehr spannend. Und wir haben schon wieder den nächsten Counter, deswegen werde ich gleich nochmal speichern. Jetzt kennen wir also die restlos die Vergangenheit von Victoria McPherson. Wir wissen, was mit diesem
kranken Bastard passiert ist, wie er sich da einfach in die Flammen gestellt und gelacht hat, das war echt krass. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ha. Und ja, klar, dass die davon ein Trauma erlitten hat, aber sie hat es ganz gut durch die Flammen geschafft, aber was jetzt? Mal schauen. Also, neue Einsatzziele. Haus des Mörders, 25. Oktober. Ja, ist klar. Okay, mal schauen, was wir machen könnten. Jetzt, bis ich jetzt wieder was gefunden habe, werde ich wieder sterben. Zeitwann ist hier eine Tür. Mist, die verborgene Tür ist wieder verschlossen. Okay, ich habe wahrscheinlich nichts dabei, was da hilft. Sie probiert es erst gar nicht. Okay, ja gut, dann haben wir dafür keine Zeit. Krass, dass hier eine Tür ist. Hier, das sieht wichtig aus, ein Lötkolben. Aber ich habe ja gar keinen Platz, shit. Leute, kann ich mein Zeug ablegen? Hier? Nee, eigentlich, ne? Könntest du doch einfach ihren Mist da irgendwo hin placken. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Yeah, das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine Basis. Aber das bringt mir nichts, wenn ich jetzt keinen Platz habe. Was soll ich denn jetzt machen, bitte? Muss das irgendwo ablegen können. Nicht, dass ich jetzt das Spiel gebackt habe. Irgendwo muss hier doch ein Lager, eine Lagermöglichkeit sein. Bin ich da nicht? Das gibt's doch jetzt nicht. Ich muss doch garantiert diesen Lötkolben mitnehmen. Ich versuch nur mal raus. Ach, das ist ja... Ach, dann ist ja alles gut. Nur bin ich jetzt blöderweise so gut wie tot. Moment mal, hier könnte ich es ablegen, ja. Oder? Sowieso sinnvoll, dass ich mich hier nochmal umgucke. Was ist, wenn ich einfach rausgehe? Dann muss ich nicht ersticken, richtig? Die Tür ist verschweißt. Kein Zutritt. Okay. Wieso ist mein Balken jetzt wieder voll? Also da meine Zeit. Ich wäre doch eigentlich fast gestorben. Na, egal. Ich muss jetzt definitiv Zeug ablegen. Vielleicht hatte ich auch zwei ganze Balkenrundungen. Ich kann mein Zeug nirgendwo ablegen. Hier ging das doch früher. Nein, du sollst nicht dahin. Ich will mein Zeug irgendwo hinlegen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass mir das Spiel das hier jetzt so verbaut. Das ist doch blöd. Das heißt, ich muss jetzt nochmal den Spielstand laden, wenn ich Pech habe, weil... Gut, wir können ja trotzdem uns nochmal einen Einblick verschaffen, aber ohne den Lötkolben... Das Rad ist mit dem Heizofen verschraubt. Verschraubt. Ja, keine Ahnung. Könnten wir da was machen? Frage ist nur was, ne? Ah, nee, wir haben doch hier so ein... Das da. Vielleicht legt sie das ja jetzt weg und dann... habe ich kein Problem mehr. Hast du es jetzt gemacht? Ofenrad? Ja, im Inventar ist kein Platz. Toll! Weil ich jeden Shit aber auch mitnehmen muss hier. Na gut, wissen wir schon mal, wie das funktioniert. Dann halt mit dem Lötkolben irgendwas machen. Sonst ist da nichts. Dann haben wir das Rad theoretisch. Hier kann ich aufdrehen. Ach, hört es dann auf? Aha. Ja, dann geht's doch jetzt nicht mehr um Zeit, oder? Ach, wegen der Luft. Ich habe doch das Fenster gekippt. Ich habe doch das Fenster gekippt! Ja, ist schon klar. Natürlich bringt ein gekipptes Fenster da nicht viel. Bleibt aber die Problematik, dass ich ein volles Inventar habe. Und deswegen bin ich jetzt gezwungen, einen älteren Spielstand zu laden. Und das werde ich jetzt offline natürlich machen. Bis gleich. Yo, Freunde, da bin ich. Also das Spiel will mich, glaube ich, jetzt in den Wahnsinn treiben. Merkt ihr was? Kein Zeitlimit und... ja, ich weiß auch nicht. Ich hab, wie gesagt, ich bin hochgerannt, hab das Zeug abgelegt, damit ich ein bisschen mehr Platz hab, geh runter in den Keller und es passiert nichts. Aber soll mir gerade mal recht sein? Jetzt kann ich nämlich in aller Ruhe hier das Zeug sammeln, den Lötkolben und das da kann ich machen. Das Rad ist mit dem Heizofen verschraubt. Genau, das werden wir ändern. Also ich habe jetzt nicht alles in die Box gelegt, weil ich halt nicht weiß, was ich davon noch gebrauchen könnte. So, schön, ne? Fehlt nur noch mein Killer. So, hier konnte ich ja theoretisch aufdrehen, aber das bringt eine Gasflasche. Ich habe keine Ahnung, wozu sie gebraucht wird. Oh, das wirst du noch erfahren, Vic. Ja, und das war's ja jetzt, was ich so von alleine noch gefunden habe, ne? Ein Heizofen. Sieht aus, als wäre er längere...
Ja, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ein Ofenradhammer und den Lötkolben. Überlegen, was wir mit dem Lötkolben machen könnten. Warte mal, was waren da eben? Hä, jetzt ruft er an? Verstehe ich nicht. Ich bin's. Hast du etwas Neues? Ich kann euch immer noch nicht finden. Wo seid ihr? An einem sicheren Ort. Keine Sorge. Weg, weg, weg. Du warst schon immer... Was? Okay, das kennen wir ja schon. Ich leg das mal weg. Er hat sich jetzt erst ihr offenbart, aber... Also, das raff ich nicht. Wie gesagt, ich habe den Spielstand geladen, den ich... Ein Heizofen. Den wir vorhin auch miteinander gesehen haben. Und da ist das ja passiert. Ist ja jetzt nicht so, dass wir storytechnisch hinten dranhängen würden oder so. Gut, sie weiß es jetzt. Es kann natürlich sein, dass ich... Ich habe ja nicht mehr gespeichert nach dem Hänger, ist klar. Aber es ging doch... Gerade eben ging es doch sofort weiter hier. Ach, und jetzt komme ich hier hin. Ah ja, okay. Was? Okay. Ein Absperrhahn. Aber der Schließmechanismus wurde entfernt. Ja, kann ich da jetzt irgendwas dran machen? Das wird niemals funktionieren. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, ich kann das. Okay. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das vom Spiel so gewollt ist, was ich hier mache. Ich habe mir jetzt ja quasi schon meinen Ausgang gesichert. Kann das sein? Obwohl, das letzte Mal war die Tür verschlossen. Ach, ich habe doch keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Das ist seltsam. Wir haben jetzt irgendwie zwei Alternativen kennengelernt. Und die Rückszene da, die haben wir ja auch noch nicht erlebt jetzt. Mit Richard. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich ihn jetzt auch einfach wirklich finden. Jetzt bin ich hier wieder am Computer. Das nochmal zu benutzen bringt doch jetzt nichts, oder? Zugangskontrolle, Kamerasystem. Wenn ich da irgendwo die finden würde, weil sie jetzt angeblich woanders sind. Ach, das macht doch alles jetzt keinen Sinn. Mysteriös! Ja, hier wollte ich mal gucken, aber da ist jetzt natürlich auch noch nichts. Hat mir nichts gebracht. Vielleicht ist es auch beabsichtigt von dem Spiel. Vielleicht ist er mal hier, mal da und man kann unterschiedliche Finalszenen erleben. Aber irgendwie traue ich das dem Spiel nicht zu. Ich glaube eher, dass es ein Bug ist. Jo, okay. Die letzten... So. Nichts ausfindig zu machen. Da liegen sie rum. Da liegt ein Haufen rum, würde ich sagen. Na gut. Bringt alles nichts. Ende. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Also. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt nicht total gebuggt, dass da jetzt überhaupt nichts mehr geht. Ich gehe jetzt nochmal. Nochmal in den Keller. Also wir müssen das auf jeden Fall irgendwie triggern da, die Szene mit Richard und dass es halt weitergeht. Das muss doch, da muss doch was gehen, oder? Habe ich versehentlich etwas weggelegt aus meinem Inventar, das ich fürs Finale brauche und deswegen passiert hier jetzt nichts. Aber ich habe eigentlich absichtlich scheinbar alte Dinge weggelegt, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Es hilft alles nichts. Ich muss nochmal das Inventar... Ja, ich muss das nochmal machen. Ich lasse euch jetzt auch drauf. Ihr sollt die ganze Backerei miterleben. Warte mal, wo habe ich mein Zeug abgelegt? Da oben. Ja, geh hoch. Mann. Jetzt bleibt die Musik auch die ganze Zeit so böse, ne? Ist das seltsam. Aber gut, vielleicht passiert es ja jetzt, wenn ich in den Keller gehe, weil jetzt sich der Killer zu erkennen gegeben hat, also Hawker. Wir werden es gleich wissen. So, habe ich hier das Zeug abgelegt? Wenn ich mir wenigstens sowas mal merken würde. Nee, ich habe mein Zeug nicht hier abgelegt. Oder doch? Doch. Ja, ich habe diese elektrischen Schlüssel weggelegt, weil ich dachte, jetzt wahrscheinlich braun. Das ganze Zeug hier habe ich nie benutzt. Ja, gut, den habe ich jetzt benutzt, den ruhe ich mal weg.
Ich mach mal die Schlüssel rein. Vielleicht lag es ja wirklich daran. Ich brauche ja jetzt auch theoretisch keinen Platz mehr, aber ich traue dem Spiel nicht. Ich würde gerne noch... Ich mach mal die Fernbedienung weg. Ich weiß nicht. Fernbedienung schon mal benutzt? Nee. Auch noch nicht benutzt. Ach, das ist alles blöd. Das ist ganz ehrlich. Kabel, ja, das Messer doppelt, das alt. So, jetzt gehe ich mal mit den Schlüsseln nochmal da runter. Das ist aber dann eigentlich ein kleiner Hinweis und weiß ich, dass ich die Schlüssel definitiv irgendwie benutzen muss. Und dann mal gucken, ob es daran wirklich lag. Falls ja, falls jetzt gleich die Szene kommt, dann muss ich natürlich rausschneiden, weil dann diese Vergangenheit mit Richard und so, das mache ich dann nochmal offline. Gucken wir mal. So, und jetzt runter. Nee. Immer noch nix. Das gibt's doch nicht. Die Tür ist verschweißt. Ich will den... Unfassbar, ey. Ja, alles aus. Alles vorbereitet, aber nö, der Killer ist nicht da. Der Killer ist einfach nicht da. Ja, keine Ahnung. Also jetzt muss ich euch auch rausschneiden. Das ist alles doch sehr suspekt. Moment mal. Was haben wir denn an dem Ofen? Ja, wir machen mal... Wie? Ich darf die Fenster nicht kippen. Wie? Aber hier, das Teil. Kann ich gar nichts... Ich sag gar nichts dazu. Das ist doch irgendwie doof. Ach, das ist alles... Ich weiß nicht. Ich finde das echt ein bisschen seltsam bei dem Spiel. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist einfach... Nur weil das Spiel denkt, ich gehe da jetzt nicht hin oder ich soll da noch nicht hin, dann passiert das und jenes nicht. Aber eigentlich müsste ja was passieren. Naja. Ja, ich mache jetzt mal einen Cut, bis ich hoffentlich wieder die Szene und alles bekomme. Bis gleich. Jo, Leute. Leider sehr erfolgslos. Ich bin jetzt nochmal bei der Leiche von Carson, weil mir da was aufgefallen ist. Nämlich das hier. Ein Einschussloch. Die Kugel, die Carson getötet hat, ist noch da. Die könnten wir ja mitnehmen, aber daran kann es ja nicht liegen. Da hatte ich ja vorhin auch nicht, also... Aber wir machen das eben mal schnell. Der Vollständigkeit halber. So. Können wir mal kurz checken lassen. So, 0%. Gut, dann machen wir eine chemische Analyse. 33 menschliches Blut, Blutgruppe A positiv. Und jetzt wissen wir, David Carsons Blut auf der 9mm Kugel ballistisches Profil der Kugel gespeichert. Das Ganze haben wir jetzt immer noch auf 66%. Und dabei bleibt es wohl, ha? Huh? Seltsam. Ist mir das nicht vollständig? Ja gut, zu welcher Waffe es gehört, kann sie vielleicht nicht sagen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann lassen wir es halt bei 66%. Immerhin. Ja, die Waffe will sie nicht mitnehmen. Ah, warte mal, wir gehen mal. Das ist mir noch so eingefallen. Vielleicht muss ich ja von der Tür aus, denn da haben wir ja gestartet, so ungefähr, von der Tür aus zurück in den Keller und nur dann kommt die Sequenz. Nö, kommt nicht. Okay. Ja, dann werde ich weiter hier mein Buggy-Spiel vor mich hinspielen. Bis gleich. Jo Leute, ich habe nochmal den Spielstand geladen, wo ich ein volles Inventar habe, weil ich ja leider nicht wirklich auf die Möglichkeit gefunden habe, die Szene hier zu triggern. Warum auch immer. Ich habe aber noch gar nicht versucht, da hinten durch die Tür zu gehen. Vielleicht kann ich ja einfach gehen. Ich bezweifle es leider, aber ich probiere es mal eben. Ob ich nicht einfach... Ja, ich kann einfach gehen. Ich kann einfach gehen. Und dann ist das Zeitlimit und alles aus. Also ich finde das einfach unsauber programmiert, muss ich ehrlich sagen. Ich finde jetzt, dass ich jetzt einfach gehe. Ja, unter, unten halt. Ja, mein Gott. Du hustet noch. Okay, ja. Wahrscheinlich ist das ganze Haus schon hier dicht mit diesen Dingern. Aber gut, dann habe ich das Problem wenigstens irgendwie... Ja, ich habe es gelöst. Ich habe zwar nicht... Ja, ich weiß zwar nicht, warum ich da das nicht nochmal triggern konnte, aber ich habe es mir erspart, es nochmal spielen zu müssen. Denn jetzt werde ich definitiv mein Inventar leeren können. Mann, also das war jetzt echt strange. So, ach ja, ich weiß ja immer noch nicht, was ich... Ja gut, das mit den Schlüssel, die Theorie hat sich ja dann auch erledigt. Das brauche ich bestimmt nimmer. Und das kommt noch raus. So. Okay. Ja, natürlich. Weil, also... Leute.
Das Spiel will mich auf die Palme bringen. Ich merk das schon. Jo, Leute, da bin ich mal wieder. Und wir gehen jetzt wieder in unser Zeitlimit. Ach nee, komm, wir lassen's. Nein, jetzt ist die Musik auch weg, okay. Da kannst du wieder drüber jumpen. Yeah. Zum Glück muss man hier keine Quicktime-Events oder so ein Mist machen. Jetzt stampfst du hier rüber. So viel zum Thema Feuerphobie, ne? Die macht das so lässig. Die macht das jeden Tag ab sofort. So, ich habe Platz. Für dich. Lötkolben. Mitnehmen. Jawohl. Haben wir den erstmal. Jetzt, du. Das Rad ist mit dem Heizofen. Genau, dafür benutze deinen Schraubenschlüssel. So. Dann können wir mal die, das Rad noch mitnehmen natürlich. So. Dann machen wir das mal aus wieder. Jawohl. Aber die Zeit läuft ja weiter. Das haben wir das letzte Mal ja festgestellt. Gut. Als nächstes kippen wir die Fenster. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich beeilen, sonst bin ich gleich... Jetzt willst du es dir angucken, hä? Warte mal, aber wir haben gerade wenig Zeit. Ich gehe jetzt einfach nochmal schnell, damit sich meine Luft quasi regeneriert. Kann man so sagen, ne? Hör auf zu husten, sonst stirbst du. Husten kann so tödlich sein. Hör auf schnell. Ganz schön knapp jetzt. Puh. So, Treppe runter. Ach ja, ist das schön. Deswegen hatte ich vorhin auch wieder volle Balken. Das hat mich noch so verwirrt. Gut. Wenn es so einfach ist, ne? Fenster kippen? Ne, das war nicht meine richtigen Fenster. Gut, ich muss es auch jetzt nicht unbedingt kippen. Ich stehe halt nur drauf. Da, komm, mach's einfach. So, ist doch schon mal besser wegen der Luft. So, was strömt denn hier raus? Wahrscheinlich auch irgendein Gas oder so. Was kann ich hier machen? Dieser Sicherungskasten muss den Ausstoß giftiger Dämpfe regeln. Ja, Tastaturbox mitnehmen. Unmöglich eben. Ja, natürlich. Natürlich. So, hier ging ja nichts, ne? Auch wenn jetzt, da tut sich nichts. Mist! Die verborgene Tür ist wieder verschlossen. Die ist wieder verschlossen. Ja, die Schlüssel haben ja nicht gepasst, beziehungsweise sie wollte sie erst gar nicht probieren. Okay. Okay, ja, das heißt, wir müssen jetzt erst wieder Inventarplatz schaffen. Dann können wir uns die Tastaturbox angucken und ich denke, da können wir dann einiges machen. Das Ganze verliert irgendwie total an Spannung, weil ich einfach rausgehen kann und gut ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so von dem Spiel beabsichtigt ist, das alles. Aber ich bin mir sicher, dass es garantiert noch lustig wird, wenn wir, ja... dann in wenigen Tagen weitermachen hier bei Let's Play Still Life 2.